direkt neben ihnen ein Haus abgerissen und dann neu gebaut wird. Lärm, und zwar lange heißt das, und laut ist es besonders, wenn nur eine Wand zwischen ihnen und dem Geschehen ist. Und wenn die dann auch noch Auflösungserscheinungen zeigt, sind wir bei der folgenden Geschichte. Betreten auf eigene Gefahr. Markus Böhing fühlt sich in seinem Zuhause nicht mehr richtig sicher. Gewaltige Risse ziehen sich durch die Wände. 98 hat er gezählt. Die Risse waren plötzlich da, minimale Risse, Haarnadelrisse, und sind über die Zeit immer größer geworden. Also die größte Sorge von mir war natürlich, dass bei Weiterschreitung der Risse vielleicht die Decke mir auf den Kopf fällt, wenn man dann irgendwann mal einen Nagel in die Wand haut. Einfach frische Luft reinlassen? Eigentlich selbstverständlich. Bei Markus Böhing nicht. Das Fenster im Wohnzimmer wurde verblockt. Im Winter stand es tagelang auf und ließ sich nicht mehr schließen. Die Nebenkostenrechnung 566 Euro. Als ich die Rechnung bekommen habe, da habe ich fast einen Herzanfall gekriegt. Begonnen hat alles, als das Nachbarhaus abgerissen und neu gebaut wurde. Der Bauherr, der Verein Familien- und Jugendhilfeteam. Er baut Wohnungen für straffällige Jugendliche. Beim Neubau verzichtete er auf die Stabilisierung des 110 Jahre alten Nachbarhauses. Dabei war die bereits behördlich genehmigt. Uli Heimer wohnt seit 20 Jahren hier. Auch er hat die Schäden im ersten Stock zu spüren bekommen. Richtig schön ist der da oben über der Tür. Da hat man richtig das Gefühl, man könnte das immer richtig da beobachten. Ja, und dieses Fenster hier, das darf als nächstes dann berichtet werden. Das ist jetzt auch dann fest, ne? Aber wenigstens habe ich es zugehabt, als das passiert ist. Vorher war so gewesen, immer wenn nebenan diese Löcher gebohrt wurden, ne, und diese Rohre da reingesenkt wurden, ne, da war ja richtig Alarm, ne, und da bebte ja richtig der ganze Boden. Ein Interview vor der Kamera lehnt der Bauherr ab. Man kenne keine größeren Schäden in der Wohnung, heißt es. Der Eigentümer ist empört. Das Haus ist seit Jahrzehnten in Familienbesitz. Mittlerweile hat er einen Anwalt eingeschaltet. Die Baufirma ist ständig hier und hat Gipsmarken gesetzt. Also es gab ständige Kontrollen seitens der Baufirma. Das heißt, die Zustände sind sehr wohl bekannt, seit langem. Markus Böhing kann sich einen Umzug bei den derzeitigen Mieten nicht leisten. Das Fenster im Schlafzimmer sitzt mittlerweile fest. Luft kommt nur noch durch die Risse in der Wand. Zurück zum Marathon noch einmal. Der war für den Mann, der bei unserer Aktion Wünsch dir deinen NDR mitgemacht hat.